Terra X Fascination Erde, immer unterwegs zu den entlegensten Orten auf diesem Planeten. Das ist manchmal ganz schön stressig, zum Beispiel so ein Drehtag hier im Dschungel oder vielleicht auch in der Wüste. Felix, danke für die Wüste. Ihr seht, alles fake. Ich bin gar nicht wirklich vor Ort. Das ist ein virtuelles Studio und ich kann da machen, was ich will. Das Innovation Center ist der Forschungs-, Entwicklungs- und Demonstrationsbereich hier bei KST, in dem im Wesentlichen der komplette Fernsehproduktionsworkflow der nächsten Zukunft von A bis Z dargestellt wird. Wir haben uns sehr darum bemüht, nach Möglichkeit immer die modernsten Art und Weisen mit dem Umgang der Technik zu ermitteln und zu finden. Da, wo es nicht möglich war, wo es keine moderne, aktuelle Technik gibt, die zur Verfügung steht oder die wir vielleicht auch nicht für gut genug befunden haben, haben wir begonnen, Techniken zu entwickeln. Ein sehr schönes Beispiel dafür ist CamBot, unser Studioautomatisationssystem, was eine sehr, sehr große Rolle im virtuellen Workflow spielt, weil Virtualität und Automatisierung tatsächlich Hand in Hand gehen. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Zusammenspiel. Das Innovation Center, das seit 2017, 2018 in Betrieb ist, 2017 errichtet worden ist, hat genau den Aufgabenteil, nach Möglichkeit Workflows zu entwickeln, die es aktuell am Markt noch nicht gibt. Wir wollen also nicht auf den Markt reagieren, sondern dem Markt vorangehen. Hey Felix, zeig mal, wo ich hier wirklich bin. Normalerweise fahre ich natürlich wirklich um die Welt und nur dieses eine Mal bin ich ausnahmsweise in einem digitalen Trickstudio. Und zwar aus gutem Grund. Wir können nämlich hier den Erdball rein projizieren oder so eine Wüste oder irgendwas anderes. Immer das, was ich gerade erklären will. Und vorher bin ich aber tatsächlich in die Wüste gefahren und in das ewige Eis. Also zum Beispiel nach Spitzbergen und nach Namibia in diesem Fall. Aber wenn man mal wissenschaftlich richtig was erklären will, dann braucht man manchmal so einen Überblick. Und dann gibt es nichts Besseres als so ein Studio hier. Also kein Fake, sondern genau das Gegenteil. Wir erklären, wie es wirklich geht. Und der Felix, der da in der Regie sitzt, der kann per Knopfdruck jede Welt, die er will, hier rein generieren, in jeder Größe. Der kann alles machen. Der kann mich sogar auf den Mars stellen, wenn er will. Aber hier in diesem Fall ist Eis, Wüsten, Regenwälder, Meere, also oder es fliegt der ganze Planet hier durchs Bild. Alles möglich, das kann der Felix alles steuern aus der Regie. Ja, an dieser CamBot-Station bin ich in der Lage, sowohl die Position im virtuellen Set als auch die Fahrten der realen Kameras und die Fahrten der virtuellen Flycam ganz präzise aufeinander abgestimmt zu programmieren und mit sicherem gleichen Timing abzufeuern. Das ermöglicht es uns in der Produktion, sicher und wiederholbar die gleiche Situation wiederherzustellen, ohne neu ansetzen zu müssen. Ja, der klare Vorteil ist, dass wir hier im Realtime-Bereich sind. Das heißt, die Grafik wird live gerendert. Sie ist sofort auf Monitoren zur Verfügung, sofort in der Regie zur Verfügung. Heißt also für die Regie-Crew, für die Kamera-Operator, aber auch für den Moderator, da haben wir eigentlich keinen Unterschied zu einer konventionellen Produktion. Wir sehen das Ergebnis sofort. Der Moderator, auch wenn er im Green steht, sieht das Ergebnis auf Monitoren und kann sofort auf die Grafik reagieren. Und das ist ein ganz klarer Vorteil zur konventionelleren Greenscreen-Technik, wo das Rendering im Nachhinein passiert. Wenn es genug Zeit hat, kann das Leben sich anpassen. Das ist Evolution. Und deshalb laufen beispielsweise die Rentiere auf Spitzbergen in ihrem begrenzten Lebensraum auf relativ kurzen Beinen durch ein relativ kurzes Leben. Ihre Verwandten in anderen Regionen haben zwar längere Beine und sie leben auch länger, aber dafür müssen sie regelmäßig Gewaltmärsche machen. Natürlich gibt es auch Landschaften, in denen die Bedingungen günstiger sind. Immer warm, viel Regen und das ganze Jahr über Futter. Aber sie ahnen es. So einfach ist die Sache dann doch wieder nicht. Für die Terra X-Produktion an sich ist natürlich super wichtig und interessant, dass wir von vornherein mit einem Qualitätslevel, nämlich UHD, in die Produktion gehen, die auch im Nachhinein noch unglaublich viele Spielräume und Varianzen zulässt, um auch in einer Postproduktion das Ganze nochmal nachzubearbeiten und nochmal Einfluss darauf zu nehmen, obwohl der Workflow an sich hier bei uns eigentlich von vornherein schon auf Live-Produktion ausgelegt ist. Auch das war ein wichtiger Aspekt bei der ganzen Geschichte. Tatsächlich live zu erleben,
erleben, wie sich die digitale Umgebung verhält, wenn alles sofort und in Echtzeit passiert und man nicht in der Postproduktion erst für jedes Frame ein paar Stündchen rechnet. Und das ist wirklich eine große Leistung. Ja, also das Ganze basiert technisch auf der Unreal Engine. Das heißt, unser Set, in dem wir uns bewegen, das ist ein Unreal Engine Set, datenmäßig ca. 8 GB groß. Das liegt auch daran größenmäßig, dass die ganzen Texturen hochaufgelöst angelegt sind. Das heißt, auch in einem Close-Up muss das Set gut aussehen. Wir haben hier drei sogenannte Render-Engines, also hinter unseren drei Kameras, also hinter jeder Kamera eine einzige Render-Engine, die nichts anderes tut, als das virtuelle Bild für diese eine Kamera zu berechnen. Dafür muss man natürlich entsprechend Performance haben, deswegen sind die Rendermaschinen auch mit entsprechender GPU-Power ausgerüstet. Der Dirk hat hier oder steht hier tatsächlich in einem Videospiel-Level. Das heißt, er bräuchte eigentlich nur noch den Controller und könnte dann in der Welt loslegen. Schlimmer Planet, der ist ja total wild. Da will doch keiner leben. Müssen wir aber, schon aus Mangel an Alternativen. Wir müssen uns mit den kleinen und großen Katastrophen auf der Erde irgendwie arrangieren. Und diese Herausforderung, sich mit den Gegebenheiten des Planeten irgendwie zu arrangieren, die ist ja natürlich auch schon genauso alt wie das Leben selbst. Und sie betrifft ja auch nicht nur uns, sondern auch die Tiere. Und die kommen ja auch irgendwie klar. Ja, das ist auch eine ganz klare Stärke von Unreal Engine. Videospielebereich, auch da hat man dynamisches Wetter und das konnten wir hier natürlich voll ausnutzen. Das heißt, wir konnten über diverse Parameter ganz frei die Bewölkung, das Licht, die Tageszeit und auch den Nachthimmel oder sonst ähnliches einstellen. Und das ist natürlich auch was, worauf man dann im Echten draußen auch ganz schön lange warten muss. Die Wartezeit in Anführungsstrichen hat man in der Vorbereitung, weil man hier natürlich dann, wenn man schon mal das Licht stellen kann, natürlich dann auch ganz perfekt das Licht stellen möchte, was man denn haben möchte. Aber man muss eben nicht auf tatsächliche Physik warten, sondern man kann es sich selber so stellen, wie man möchte. Zero Density bietet die benötigte Schnittstelle zwischen Videospiel-Engine, Videospielgrafik und dem Studio. Heißt, hier wird die Bedienoberfläche, hier wird der Workflow geboten, den ich brauche, um dieses eigentliche Videospiel-Level, diesen eigentlichen Grafikdesign-Workflow in meinem Broadcast-Studio nutzen zu können. Das heißt, hier werden die Roboter, das Keying, das Kamerabild, der Moderator mit der Grafik verheiratet und ich habe eine schöne Node-basierte Oberfläche, wo ich flexibel und einfach diesen Workflow bedienen kann. Auslöser der ganzen Geschichte, warum wir Terra X Fascination Erde hier gedreht haben, ist im Grunde genommen, um einfach mal auszuprobieren, was tatsächlich ein moderner Produktionsworkflow, ein virtueller Produktionsworkflow in dieser Art von Produktion bedeutet. Wir können hier eigentlich sehr schön und auch mit einem gewissen Stolz sagen, dass es auch schon eine Umgebung ist, die tatsächlich IP-basiert arbeitet. Bedeutet also, alle Signale, mit denen wir jetzt während dieser Produktion ja auch gearbeitet haben, sind bereits netzwerkbasiert unterwegs im ST2110 Standard, was eigentlich der moderne UHD-Netzwerkstandard ist, den wir hier anwenden können. Der Kairos ist ein IP-Videoswitcher. Das bedeutet, es gibt keine herkömmlichen BNC-Buchsen mehr, um Videosignale zuzuführen, sondern er ist ausgestattet mit einer 100-Gig-Schnittstelle, ist verbunden mit der Haustechnik, mit unserem Switch. Und alle Video- und Audiosignale hier im Haus werden über den ST2110-Standard diesem Switch zugeführt. Der Kairos ist sehr viel mehr als nur ein herkömmlicher Bildmischer, sondern er ist im Prinzip der verlängerte Arm des CamBot-Backbones. Alle Funktionen, die wir im CamBot programmieren können, hinterlegen können, können wir von hier sehr einfach abrufen und dort auslösen. Aus technischer Sicht ist die rein elektrotechnische und signaltechnische Ebene, also der virtuelle Workflow und alles, was damit zu tun hat, die Robotik,
Naja, das ist ein Teil des ganzen Glücks, was nachher letzten Endes zum Ergebnis führt. Genauso wichtig ist natürlich der ganze grafische Aspekt. Und gerade in der Zusammenarbeit mit dem Christian Michelsmann hier in dieser Produktion hat sich gezeigt, dass wir hier auf einem super Weg sind. Also das war denkbar unkompliziert. Wir haben ein, zwei Mal das Set ausgetauscht, um ein paar Tests zu machen im Vorhinein. Und wenn man realistisch ist, haben wir einen Tag vor der Produktion angefangen, das Ganze hier einzuspielen. Und es hat im Grunde auf Anhieb alles super funktioniert. Die eisigen Pole, die Wüsten, die Regenwälder und die Meere. Alle großen Natursysteme sind miteinander vernetzt. Und deshalb macht es gar keinen Sinn, nur auf Gletscher, Dünen, Korallen oder Bäume zu starren. Wir müssen alles gleichzeitig betrachten. Die Wissenschaft versteht immer besser, wie alles mit allem zusammenhängt. Unser Planet ist offenbar keine Ansammlung voneinander unabhängiger Systeme, auch wenn es auf den ersten Blick so scheinen mag. Tatsächlich funktioniert das Ganze eher wie ein großer Superorganismus, wie ein lebendiger Planet. Was uns bewogen hat, dieser Produktionssituation hier zuzustimmen, denn eigentlich sind wir ja eine Test- und Entwicklungsumgebung, ist im Grunde genommen auch der Erfahrungsaustausch. Also für uns ist es sehr, sehr wichtig festzustellen, funktioniert der Workflow in echten Produktionssituationen, in der echten Produktionsumgebung, lässt sich das so durchführen, wie wir uns das so ausgedacht haben. Und ich glaube, im Team habe ich so die allgemeine Bestätigung dafür bekommen, dass das der Fall ist. Und eine schöne Bestätigung für uns. Unsere Fähigkeit, alles auf der Erde zu verändern, hat uns in eine ziemlich tiefe Krise gestürzt. Da kann man schon mal schlechte Laune kriegen. Aber Pessimismus löst keine Probleme. Wir sollten uns also nicht über uns selbst beklagen, sondern vielleicht viel besser genau die Fähigkeiten, die uns in den Schlamassel reingebracht haben, nun dazu nutzen, auch wieder rauszukommen. Das geht. Wir verstehen inzwischen immer besser, wie das Netzwerk Erde funktioniert. Und mit diesem Wissen können wir es künftig besser machen. Deshalb gilt, Optimismus ist Pflicht. Wir sehen uns in der Zukunft. Bleiben Sie fasziniert.